Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins in Toll Run. Und in der letzten Folge hat uns Hugo verraten und mit Dallas zusammen Rhea entführt und Toll ziemlich auf die Bretter geschickt. Toll ist nur scheinbar schwer verwundet, aber irgendein Mann scheint ihm zur Hilfe zu kommen zu wollen. Und er sagt, meine Güte, wie die Starken nur so tief sinken können. Shion. Genau. Wie elegant er da hochhüpft. Und uns sogar heilt. Obwohl wir ihn verdroschen haben. Fühlst du dich jetzt nur ein bisschen beweglicher? Ja. Es tut mir leid, Shion. Ich wünschte, ich hätte Zeit, dir zu danken. Keine Sorge, ich weiß es. Du gehst weiter, Lady Rhea braucht dich. Wie? Ich habe die Kurzversion von Fina gehört, was passiert ist. Sie hat mir von deinen wahren Vorhaben erzählt. Und von deinem neu gefundenen Glauben. Hier, nimm das mit dir, du wirst es brauchen. Und wir haben endlich die lila der Muschel erhalten. Etwas spät, finde ich. Es gibt nur eine Sache. Wenn du eine lila eine Muschel hast, bedeutet das, du bist einer von uns. Jetzt, wo du das weißt, wirst du sie immer noch annehmen? Natürlich, mit Vergnügen. Ich habe gehofft, du sagst das. Wir werden dir folgen, sobald wir Lady Fina befreit haben. Bitte pass auf dich auf. Das werde ich. Ja, und jetzt lässt du Shion da stehen. Solche Rücksichtslosigkeit. Aber er ist immer noch sehr stark motiviert. Ich würde bestimmt nicht in seinem Weg stehen wollen. Okay, zurück zum Ratus Annex. Ich hoffe, Rico kann den Spruch schnell genug aufheben. Ja, und die Dinge gehen endlich ihren Weg, wie sie gehen sollten. Toll ist zurück, wo er hingehört. Bei den Leuten von East. Und mit dieser Motivation geht es jetzt in Richtung großes Finale. Ja, und ich mag die Melodie im Dämonikchor auch sehr. Hier haben wir ja insgesamt drei Musikstücke. Erstmal das hier am Anfang. Ah. Was sehr gut klingt. Ich glaube immer noch, dass das ein Klavier ist, auf dem hier gespielt wird. Wobei ich mir nicht sicher bin, dass die meisten Stücke werden in dem Spiel sind ja eher mit der Gitarre gemacht. So. Aber ich mag es trotzdem. Ist auf jeden Fall um einiges besser als das, was bei den Silent Sands hört. Nur die Dinger sind gefährlich, bei denen müssen wir aufpassen. Genauso wie bei dir. So, weg mit dir. Und Klopsilane. Wow, das war jetzt gerade eine letzte Aktion, weil die sich so ausgebreitet haben. Und weiter. Also ja, Hugo hat uns verraten, damit ist wohl klar, beziehungsweise Hugo wurde von Dallas manipuliert, damit ist wohl klar, wer der letzte Gegner vor dem Endboss sein wird. Also natürlich steht uns immer noch Zava im Weg in ihrem Spiegelreich, dürfte ja klar sein, dass wir da nicht so einfach durchkommen. Aber Yudika hat da als Kampf vor dem Endfight ja Kishgal. Und wir werden als
Toll wahrscheinlich Hugo dann haben. So viel ist ja vorauszusehen. Au, das will ich auch immer treffen, wisst ihr? So, jetzt kannst du nichts mehr treffen. Kommst du her? Sehr gut. Und hier weiter. Ich hasse diese komischen Frisbee-Blumen. Oder was sie auch immer darstellen sollen. Da oben geht es, glaube ich, weiter. Deswegen geht es erstmal hier lang. Wir dürften hier nämlich auch irgendwo noch eine Roderfrucht kriegen für den. Okay, wir wurden von Schleim verwirrt. Eine Roderfrucht für den letzten Rot. Kriegen. Genau, die hier. Okay. Wir haben eine Roderfrucht für den Rohfreund. Da oben geht's weiter. Jetzt wollen wir erstmal hier runter gucken. Ob die hier noch was für uns haben. Nein, haben sie nicht. Nur eins auf die Mütze. Aua. Okay, zwei ausgenockt, bleibt doch einer. Und Nummer 3 ist auch weg. Machen wir jetzt noch ein paar Erfahrungspunkte. Und jetzt weiter hier. Die Pflanze hier ausschalten. Und dann müssen wir die drei hier ausschalten. Das könnte jetzt etwas dauern. Obwohl. Nein, wir kriegen es gut hin. So, und damit ist der jetzt hier aktiv. Damit kommen wir erstmal zu unserem Rohfreund rüber. Und mit dem reden wir mal wieder in Dämonengestalt. Schön, Sie zu treffen, Sir. Die Dämonen hier sind sehr mächtig und zahlenlos. Selbst ich als Dämon fühle mich unwohl in ihrer Gegenwart. Aber ich bin so hungrig. Meine gastronomische Kapazität kennt keine Grenzen. Ja, oder so ähnlich. Ja, der Roh hat Hunger. Ich finde euch Kleide wirklich an den seltsamsten Orten. Vielleicht sind unsere Schicksale verlinkt. Definitiv geben wir dem Roh eine Roderfrucht. Also ist es wirklich richtig, dass ich das annehme. Dankeschön. Ich wünschte, ich könnte das Gesicht meines Gastgebers verinnerlichen. Aber ich kann ihre Gesichtszüge kaum durch diesen Vorhang aus Freudentränen ausmachen. Ich muss ihnen etwas sehr Besonderes geben zum Austausch für dieses tolle Gift. Für dieses tolle Geschenk. Was? Ja. Und nun können wir endlich unsere Ultima casten, unseren Burst. Also mögen Sie es? Es sollte sehr nützlich sein, wenn die Dämonen sie hier
überrennen sollten. Das ist unglaublich. Ich kann eine riesige Kraft durch meinen Körper fließen fühlen. Ich kann fühlen, wie diese riesige Macht durch meinen Körper fließt, aber es ist keine dämonische. Ich hätte niemals gedacht, dass Rose solche Fähigkeiten meistern können. Danke dir. Das wird sicherlich sehr hilfreich sein in den kommenden Auseinandersetzungen. Das Grün ist ganz auf meiner Seite. Hat er noch was zu wagen? Die Dämonen im Stockwerk über uns sind sogar stärker als diese hier. Es ist einfach unglaublich. Aber sie sind, du bist ein Mann auf einer Mission, oder? Und also musst du sowieso durch diese Gefahr durch. Pass auf dich auf, mein Freund. Damit wir uns wiedersehen. In einer schicksalhaften Mondnacht. Na, das mit der Mondnacht vielleicht nicht unbedingt. Aber... wir haben wenigstens... jetzt den Burst. Der immer noch, der genauso funktioniert wie der bei Unica, nur dass unsere etwas effektiver ist, weil er ein großer Beam ist. So, wir sind verwirrt. Das ist nicht so toll. Ich mag es nicht, verwirrt zu sein. Oh, also ich bin wieder verwirrt. Das erinnert mich daran, dass ich zurzeit auch das Let's Play bei Jolly Hawk gucke von Pokémon Y. Und der da auch immer verwirrte Pokémon hat. Auch wenn das jetzt hier gerade nicht hingehört. Ich musste es mal kurz erwähnen. Springen wir gleich hier runter. So. Schalten hier die Schleime aus und alles. Und hätten nicht hier runterspringen sollen, weil wir die Truhe noch nicht knacken können. Weil die Gegner noch da oben sind. Das ist jetzt etwas blöd gelaufen, aber so kommen wir wenigstens an die Truhe. Und haben die mutige Rüstung gefunden. Na, die können wir gleich mal ausrüsten. Und wir sind wieder verwirrt. So, die noch weg. Weg mit dir. Mit dem Rumkreisen. Wenigstens gibt das ordentlich Heilkräuter. Und ordentlich Erfahrung. Jetzt muss ich euch hier ausschalten. Und dann dürfte die Truhe zugänglich sein. Ja, ist sie auch. Oh, der da war nervig. So, hier durch die Schleime durchschlagen. Ich glaube, hier ist der Weg weiter, oder? Ja. Kommt jetzt. Kurze Zeit nehmen wir uns die Truhe noch zu schnappen. Naja. Wie ich ja schon mal sagte, in Unica waren und am Anfang von dem Let's Play jetzt hier als Toll. Das Toll-Ende ist das Ende, was mir gerade am besten gefällt, weil es auch das Kanon-Ende ist. Und wir nähern uns ja langsam diesem Ende. So. Hier haben wir den Obsidian-Schlüssel. Sehr schön, den werden wir brauchen.
So. Und dann gucken wir mal da oben, dass wir weiterkommen. Ja, genau, die drei ausschalten und dann dürften wir... Okay, es sind mehr als drei. Es sind fünf. Das Problem an der Dämonenklaue ist halt immer, dass sie so langsam ist, während wir sie machen. Dass uns Gegner währenddessen treffen können. So, Verwirrung aufgehoben. Komm du auch mal hier runter. Jetzt ist Beat wieder verwirrt. So. Okay, nächste Statue. Hier können wir dann kurz speichern natürlich. Nein, noch nicht speichern. Erst will ich kurz Sachen verstärken. Außer sie die Rüstung, aber die wollte ich nicht verstärken. Schuhe verstärken. MP-Usage kann ich jetzt nicht verstärken. Boost Recovery sollte ich mal verstärken. Ich habe ja genug. Bad Status, das hätte ist jetzt gerade nützlich gewesen, dass die Konfusion nicht so lange hält. Ach, und machen wir auch mal die Skin Recovery höher damit. Ich habe ja noch nicht herausgefunden, was genau sie bringt, aber machen wir sie mal höher, dass wir das auch gemacht haben. So. Und jetzt speichern wir. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.